Hallo zusammen, ich bin's Niki. Willkommen zu meinem Videoblog, in dem ich in Ermittlungen eintauche und gruselige Geheimnisse aufdecke. Bleibt dran und drückt unbedingt den Abo-Button beim Persönliches Tagebuch-Kanal. Okay, ich glaube, ich habe eure Aufmerksamkeit. Hehe. Ich habe diese absolut wilde Geschichte zu erzählen, die mir vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Ich interessiere mich für Krimis und Ermittlungen, solange ich denken kann. Sie sind einfach so fesselnd. Ich wollte schon immer ein Teil davon sein. Deshalb habe ich in der Highschool entschieden, Journalistin zu werden. Ich habe Chinesisch gelernt, weil ich dachte, dass es später einmal sehr nützlich sein würde. Außerdem habe ich einen Videoblog gestartet und versucht, meine ersten Ermittlungen zu filmen. Leider gab es keine Geheimnisse aufzudecken. Also musste ich alles filmen, was mir in den Weg kam. Hey, seht euch das an! Die Katze ist gerade auf diesen hohen Baum geklettert. Was hat sie wohl erschreckt? Und was wird mit dem armen Ding als nächstes passieren? Ich habe die ganze Geschichte in meiner Spezialuntersuchung. Niki, hör auf, den Kater zu stören. Es geht ihm gut. Er geht jeden Tag da hoch und kommt einfach wieder runter. Es ist alles gut. Oh Mist. So viel zu den Ermittlungen. Kein Problem, mir wird schon etwas einfallen. Ich war nicht entmutigt, denn mein Kanal gewann immer mehr Follower. Der Einzige, der meine Leidenschaft nicht teilte, war mein Vater. Ja, hier ist er. Lernt ihn kennen. Mr. John Perry, ein Baumagnat und ein echter Geschäftshai. Niki, schon wieder Journalismus? Diese ganzen Krimis sind doch Schnee von gestern. Da interessiert sich doch keiner mehr dafür. Du musst etwas finden, das wirklich Geld einbringt. Tritt in meine Fußstapfen, Kind. Oh. Was? Eine langweilige Geschäftsfrau werden? Nee, das wird nicht passieren. Ihr seht, Dad und ich stritten uns oft darüber. Nun gut, jetzt wird es interessant. Während der Sommerpause chillte ich in meinem Zimmer und dachte über Blog-Ideen nach, als mein Vater unerwartet in mein Zimmer kam. Niki, du hast jetzt eine Weile Chinesisch gelernt. Willst du es endlich nutzen? Klar, du hast meine Aufmerksamkeit. Ich habe eine Geschäftsreise nach China. Willst du mitkommen? Du kannst mir helfen. Natürlich. Wann fahren wir los? Ich war begeistert. China ist eine Schatztruhe voller Geheimnisse. Ich wette, ich werde dort etwas Interessantes für meine Nachforschungen aufdecken. Hey Leute, schnallt euch an für ein spannendes Abenteuer. Drückt den Abo-Knopf und lasst uns gemeinsam die Geheimnisse Chinas aufdecken. Es dauerte nicht lange und wir landeten in dieser charmanten, geschichtsträchtigen Stadt, die vor altertümlicher Ausstrahlung und Magie nur so strotzt. Während Dad im Hotel geschäftliche Anrufe erledigte, verfolgte ich eine mögliche Schlagzeile, die mich direkt in eine Restaurantküche führte. Wisst ihr, in China essen sie fast alles und verwandeln selbst die ungewöhnlichsten Dinge in Delikatessen. Seht ihr das? Ist das ein Drachenei? Sieht aus, als würden sie etwas Geheimes nach einem alten Rezept zubereiten. Hey, was machst du hier? Dieser Bereich ist tabu. Das ist nur ein normales Entenei. Bitte gib's her und verlass die Küche. Aber ich hörte nicht auf und filmte einfach weiter. Und ehe ich mich versah, fand das Hotelpersonal mich und brachte mich zu meinem Vater. Schade. Niki, komm schon. Schluss mit der Geheimniskrämerei. Die Welt ist nicht so seltsam, wie du denkst. Lass uns einfach die Stadt besichtigen. Wir schlenderten durch die engen Gassen der Altstadt und landeten schließlich auf dem Platz, auf dem es von Menschen wimmelte. Hier, schau. Das ist ein echter chinesischer Markt. Wow, das ist perfekt. Ich habe im Internet gelesen, dass man an Orten wie diesen echte Artefakte und mystische Dinge finden kann. Man muss dem Verkäufer nur ein geheimes Wort zuflüstern und schon führt er einen zu diesem geheimen Versteck mit den unglaublichsten Dingen der Welt. Shambhala. Wie bitte? Shambhala. Ich bin auf der Suche nach Drachenzähnen. Ich verkaufe nur Fisch. Ich habe Ihnen das Geheimwort gesagt. Sie haben ein paar geheime Waren, nicht wahr? Mädchen, geht es dir gut? Ich habe nur Fisch. Was ist los mit dir, Niki? Ich habe dir gesagt, du sollst mit diesem Unsinn aufhören. Aber ich habe gelesen, hör auf, Leute zu belästigen. Ich wollte gerade mit Dad darüber reden, aber dann bekam er einen Anruf und musste für ein wichtiges Gespräch zur Seite treten. Und ich versuchte weiter, etwas Faszinierendes zu finden. Dann hörte ich aus heiterem Himmel, wie sich zwei Glatzköpfe in seltsamen Outfits unterhielten. Er ist gestern wieder aufgetaucht. Wir müssen unsere Reliquie schützen, sonst wird die alte Prophezeiung wahr. Nun, das ist aber seltsam. Worüber reden Sie denn? Aber sie hörten auf zu reden und gingen. Ich bin ihnen heimlich gefolgt. Sie kamen außerhalb der Stadt in der Nähe eines winzigen Klosters an, das mitten im Grünen lag und einen atemberaubenden Blick auf das Tal in der Schlucht bot. Mönche, ich frage mich, worum es in dem Gespräch ging. Es hat mich getroffen. Endlich bin ich auf ein wahres Geheimnis gestoßen, nachdem ich die ganze Zeit gesucht hatte. An diesem Abend im Hotel schlug ich Dad vor, dass wir uns das Kloster ansehen sollten. Er schien aus irgendeinem Grund ein wenig vorsichtig zu sein. Ich habe alle Details. Touristen können dorthin gehen. Warum auf einmal dieser Ort? Na gut, sehen wir uns das mal an. Cool. Ich war die
die ganze Nacht wach und dachte nur, dass außerhalb des Klosters etwas Geheimnisvolles und Unglaubliches auf mich warte. Hey Leute, wir gehen morgen an einen einzigartigen Ort. Nehmt euch Popcorn mit. Am Morgen packten wir zusammen und verließen das Hotel. Den ganzen Weg überschwieg Dad und sah mich nachdenklich an. Was hat er nur? Als ich das Kloster betrat, vergaß ich alles andere. Die schiere Schönheit des alten Tempels hat mich umgehauen. Er war zwar klein und bescheiden, aber in der Haupthalle befand sich etwas Außergewöhnliches. Eine kostbare Drachenfigur aus Jade, die auf dem Altar stand. Sehen Sie diesen Jade-Drachen, er ist das Herzstück unseres Klosters. Es gibt eine alte Prophezeiung, die besagt, wenn wir ihn verlieren, ist unser ganzer Tempel verloren. Nachdem die Touristen gegangen waren, ging ich auf den Mann zu und erzählte ihm, dass ich ihn gestern mit einem anderen Mönch hatte plaudern hören. Hat man dir nicht beigebracht, dass Lauschen schlecht ist? Ich bin Journalistin und freue mich darauf, einen echten Geheimnis auf den Grund zu gehen. Wie wäre es, wenn wir uns zusammentun? Vielleicht kann ich euch helfen. Der Name des Mönchs war Zhang und er war eindeutig an meinem Vorschlag interessiert. Aber bevor er etwas sagen konnte, tauchte mein Vater aus dem Nichts auf und zog mich zur Seite. Gut, das reicht, du belästigst die Leute schon wieder. Nachdem er mich aus dem Tempel herausgezogen hatte, erzählte er mir im Hotel, was er dachte. Ich weigerte mich zu schweigen und sagte ihm, dass ich nicht die Absicht hätte, mich in jemanden wie ihn zu verwandeln. Du wirst nie eine richtige Journalistin werden. Ach ja? Das werden wir ja sehen, Mr. Perry. Ich warf meine Sachen in meine Tasche und stürmte durch das Fenster aus dem Hotel. Dad wird zugeben, dass er sich in mir geirrt hat, wenn ich den richtigen Knüller herausfinde. Vor den Toren des Tempels habe ich Zhang ausfindig gemacht und ihm gesagt, dass mein Angebot noch gilt. Ich möchte in eurem Tempel leben und das Geheimnis lösen, von dem ihr gesprochen habt. Du musst die Erlaubnis des Obermönchs einholen. Schließlich ist dies ein Männerkloster. Wie sich herausstellte, war der ältere Mönch ein netter alter Mann mit einem grauen Bart. Als er von meinen edlen Absichten erfuhr, ließ er mich in einem separaten Raum übernachten. Aber dann kam dieser andere Mönch Lin und mischte sich in unser Gespräch ein. Das ist gegen die Regeln. Ein Außenstehender hat keinen Platz in unserem Tempel. Irgendetwas kommt mir an ihm komisch vor, als ob er etwas verheimlicht. Das ist die erste Spur, die ich in dieser Untersuchung habe. Ich weiß, dass es gegen die Regeln verstößt, aber als leitender Mönch des Klosters erlaube ich Nikki hier zu bleiben. So wurde ich das einzige Mädchen in diesem chinesischen Tempel. Ich hatte mein eigenes Zimmer, machte Gymnastik mit den Jungen und lernte Meditation. Dad rief immer wieder an, aber ich wollte nicht mit ihm reden, bis ich das Geheimnis des Klosters gelöst hatte. Zhang hat mich in etwas ziemlich Interessantes eingeweiht. Der Jade-Drache wacht über den Tempel und hält die bösen Geister fern. Eine alte Prophezeiung besagt, dass eines Tages gesichtslose Schatten kommen, um die Statue zu stehlen. Und wenn sie das tun, könnte der ganze Ort in sich zusammenfallen. In letzter Zeit haben die Mönche einige verdächtige Schatten gesehen, die durch die Wände geschlichen sind. Könnte die Prophezeiung wirklich wahr sein? Um ehrlich zu sein, habe ich nicht wirklich an Mystik geglaubt. Ich war sicher, dass es sich um einen Insider handelte. Ich beschloss, den Dieb mit allen Mitteln zu fangen. Zhang war da, um mir zu helfen. Gemeinsam brachen wir mobile Kameras rund um den Tempel an, in der Hoffnung, dass sie den mysteriösen Dieb auf Band festhalten würden. Kameras sind auch gegen die Regeln des Tempels. Wenn es nach mir ginge, würde ich dich herausschmeißen. Dieser fiese Lin konnte sich nicht in meine Ermittlungen einmischen, also lief er nur murrend herum. Eigentlich war er der erste Verdächtige auf meiner Liste. Wir ließen die Kameras über Nacht an und sahen uns die Aufnahmen am Morgen an. Wow, da war dieser unheimliche gesichtslose Schatten, der im Klosterhof herumlief und gleich danach, puff, die Kameras waren tot. Ich sage dir, es ist ein böser Geist. Unsinn, nur jemand, der sich einen dunklen Anzug angezogen hat, um alle zu erschrecken. Ich kann mir gut vorstellen, wer das war. Ich habe in meinem Blog über den Vorfall der Nacht berichtet. Über 100.000 Abonnenten. Sieht aus, als wäre meine Untersuchung ein Erfolg gewesen. Also, Dad, du glaubst immer noch nicht, dass ich eine echte Journalistin werden kann? Am nächsten Abend wollte ich etwas Neues ausprobieren. Lass uns überall Mehl streuen. Unser geheimnisvoller Gast wird darauf treten. Und wenn er Fußabdrücke hinterlässt, wissen wir, dass er ein Mensch ist. Denn Geister tun so etwas nicht. Toller Plan, Nikki. Ich fing an, den Kerl zu mögen. Wenn er nicht ein Mönch wäre, würde ich ihn vielleicht fragen, ob er mit mir ausgeht. Okay, Konzentration. Wir brauchen Mehl. Abends sahen wir uns unsere Arbeit mit Zhang an, fühlten uns ziemlich gut und gingen dann ins Bett. Aber am nächsten Morgen... Also gut, Leute, seht euch das an. Wir haben überall Mehl verteilt und der Verdächtige hat Fußspuren hinterlassen. Aber haltet euch fest, sie sind nicht menschlich. Seht überall Fußspuren, die sogar direkt an die Wand gehen. Zhang denkt, das sind Geister, aber keine voreiligen Schlüsse. Ein echter Journalist hält sich immer an die Fakten. In diesem Moment begann mein Handy zu klingeln. Nikki, ich mach mir Sorgen um dich. Dad, halt dich fest. Ich stehe kurz vor einer Sensation. Du wirst sehen, dass ich recht habe. Schatz, du wirst reingelegt. Da ist nichts Geheimnisvolles im Spiel. Mr. Perry, Sie stören bei der Arbeit. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, herauszufinden, wie man diesen schwer fassbaren Dieb fangen kann. Ihr wisst ja, was man sagt. Wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, dann mach es selbst. Ich habe
habe mir gedacht, dass ich persönlich die ganze Nachtwache halte. Ich habe Fallen aufgestellt und mich in der hintersten Ecke beim Altar verschanzt. Wenn jemand versucht, den Jadedrachen zu stehlen, werde ich ihn auf jeden Fall erwischen. Mist, ich habe mein Wasser vergessen. Ich hätte Zhang Bescheid sagen sollen. Na gut, ich bleibe eben hier. Ich wartete in meinem Versteck eine gefühlte Ewigkeit und wäre fast eingeschlafen. Mir fielen die Augen zu, als ich aus heiterem Himmel eine geheimnisvolle Gestalt sah, die schnell durch das Fenster schlich. Sie schlich sich näher an den Jadedrachen heran und da wusste ich, dass es Zeit war zu handeln. Stopp! Ich sprang aus dem Versteck und leuchtete mit der Taschenlampe auf den Eindringling. Der gesichtslose Schatten wich schnell aus, sprang über den Flur und eilte zum Ausgang. Ich rannte ihm hinterher, aber der mysteriöse Dieb bewegte sich mit unmenschlicher Geschwindigkeit. Ist es wirklich ein böser Geist? Doch dann stolperte ein gesichtsloser Schatten über meine Falle und streckte sich auf dem Boden aus. Hab ich dich! Ich wusste, dass du nur ein Mensch bist. Ich stürzte mich auf den Eindringling und zog ihm die Maske ab. Zhang, bist du das? Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Die Person, der ich am meisten vertraute, entpuppte sich als der Bösewicht. Warum wolltest du die Drachenstatue stehlen? Es ist nicht so, wie du denkst. Die anderen Mönche kamen auf unsere Schreie angerannt. Aber sie waren nicht überrascht, Zhang unter der Maske zu sehen. Was war hier los? Nun, Nikki, jetzt müssen wir dir die Wahrheit sagen. Ich höre zu. Unser kleiner Tempel war nicht beliebt, also beschloss die Stadt, ihn zu schließen und verkaufte das schöne Land an Mr. Perry, ein großes Tier im Baugewerbe. Mein Vater? Deshalb ist er also nach China geflogen. Ja, er wird hier ein Hotel bauen, aber Zhang hat einen Weg gefunden, den Tempel zu retten. Ich habe herausgefunden, dass die Tochter von Mr. Perry eine berühmte Bloggerin ist. Ich habe dich also absichtlich mit einer coolen Legende hierher gebracht, damit du das mit deinen Followern teilst. Wir haben die Daumen gedrückt, dass sie ihre Meinung über den Abriss ändern würden, wenn sich Leute für das Kloster interessieren. Und dann fing Zhang an, sich als böser Geist zu verkleiden und gruselige Fußspuren auf dem Mehl zu hinterlassen, damit ich in meinem Blog etwas zu sagen habe. Es tut mir leid, dass wir dich angelogen haben, aber das war für eine gute Sache. Wir wollen den Tempel wirklich retten. Dafür lässt du mich vor allen Leuten dumm dastehen? Vergiss es. Bin fertig mit dir und deinem Jadedrachen. Ich stürmte aus dem Tempel und war wütend. Dad hatte die ganze Zeit recht. Dieser Tempel hatte nichts Mysteriöses an sich, sondern war nur ein lausiges Spektakel. Es wurde mir klar, dass er vielleicht auch mit allem anderen recht hatte. Ich sollte keine Zeit mehr mit sinnlosem Herumschnüffeln verschwenden, sondern mich lieber darauf konzentrieren, Geld zu verdienen. Ich ging zurück ins Hotel und am Morgen hatten wir ein ernstes Gespräch und ich sagte Dad, dass er gewonnen hatte. Ich werde in deine Fußstapfen treten und seine Geschäftsfrau werden. Dad hatte dieses breite Grinsen vor Freude wie diese Grinsekatze. Dann erwähnte er, dass er bald Maschinen bringen würde, um das Kloster einzuebnen. Ich wollte ein Abschiedsvideo für meinen Blog drehen, in dem ich gestehe, dass die Untersuchung ein Fauxpas war. Aber dann bemerkte ich einige interessante Kommentare. Meine Follower sagten, sie würden den Tempel kennen. Es gab Gerüchte, dass sich einst ein Kaiser in den Mauern vor seinen Feinden versteckte, was darauf schließen ließ, dass der Ort viele Geheimnisse verbarg. Wie interessant. Ich hatte keine Ahnung. Von Neugier getrieben, machte ich mich auf den Weg zum nahegelegenen Museum, um der Legende auf den Grund zu gehen. Dort stieß ich im Museum auf alte Manuskripte und entdeckte etwas Unglaubliches. Natürlich habe ich das alles in meinem Blog veröffentlicht. Hört euch das an! Vor langer Zeit im 13. Jahrhundert suchte ein Kaiser Zuflucht vor Verrätern in einem versteckten Raum in einem Kloster. Als Dank für seine Rettung übergab er den Mönchen genau diesen Jadedrachen. Die Zuschauer, darunter auch ich, waren von der Geschichte des Klosters fasziniert. Einen solchen Ort zu zerstören, wäre ein schrecklicher Verlust. Ich rief schnell meinen Vater an, um ihm mitzuteilen, was ich entdeckt hatte. Ach, wen interessiert diese Geschichte schon? Die Leute werden immer Hotels brauchen. Unterbrich mich einfach nicht bei meiner Arbeit, Schatz. Offensichtlich hat sich Mr. Perry, der gewohnt stur ist, nicht um meinen Vorschlag gekümmert. So ist er nun einmal. Da ich mich sicher fühlte, ging ich zum Kloster und unterhielt mich mit dem ältesten Mönch und Zhang, um ihnen ihre kleine Scharade zu verzeihen. Ich will helfen, den Tempel zu retten. Übrigens, jetzt zeige ich euch etwas, das euch umhauen wird. Ich ging zu dem Jadedrachen, fand den versteckten Knopf und drückte ihn. Danach öffnete sich die Tür zum geheimen Raum in der Halle. Alle erschraken. Tada! Hier hat sich der Kaiser vor seinen Feinden versteckt. Ich habe in den Manuskripten darüber gelesen. Ziemlich toll, nicht wahr? Unglaublich. Wir haben so viele Jahre hier verbracht und wussten nichts von diesem Geheimnis. Wisst ihr, Geheimnisse zu lüften ist mein Ding. Alle waren von dieser einzigartigen Entdeckung begeistert. Ich nahm den alten Raum auf und lud das Video auf meinem Kanal hoch. In diesem Moment hörten wir alle draußen einen Aufruhr. Was ist das? Ich glaube,
glaube, ich weiß es. Es hat nichts Gutes zu bedeuten. Ich hatte recht. Es war mein Vater, der mit seinen Maschinen anrollte, um die Tore des Tempels mit Bulldozern zu zerstören. Ich stürzte auf ihn zu und hoffte, ihn zur Vernunft bringen zu können. Nikki, ich habe mich entschlossen. Das wird mein Hotel sein. Er wollte den Arbeitern gerade sagen, dass sie mit dem Abriss beginnen sollten, als etwas Erstaunliches geschah. Plötzlich kamen ein Mann und ein Mädchen auf ihn zu. Moment mal, ich glaube, ich kenne sie. Das sind Xiao und Tai, die Filmstars, die früher in einem anderen Kloster lebten. Hey, ihr könnt euch ihre Geschichte auf dem persönliches Tagebuchkanal ansehen. Schaut es euch an, es ist wirklich interessant. Aus heiterem Himmel überreichte Tai Dad eine Unterlassungserklärung und erwähnte, dass mein Blog vielen Menschen diesen Tempel gezeigt hatte. Die antike Geschichte des Tempels hat die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich gezogen und er steht jetzt unter dem Schutz der UNESCO. Wir planen, hier eine Dokumentation zu drehen. Ja, wir haben es geschafft. Zhang und die anderen hüpften vor Aufregung, aber Dad wurde so rot wie eine brutzelnde Pfanne. Ich kann nicht glauben, dass meine eigene Tochter sich gegen mich gestellt hat. Ich fühlte mich ein bisschen schlecht, weil ich Dad wehgetan hatte, aber ich war stolz auf mich, weil ich eine echte Journalistin war. Danach distanzierte sich mein Vater und sprach einige Tage lang nicht mit mir. Und dann war es Zeit, nach Hause zu kommen. Zhang schenkte mir zum Abschied eine kleine Nachbildung eines Jade-Drachens. Er wird dir Glück bringen. So wie du unserem Kloster Glück gebracht hast, Nikki. Dieses Abenteuer werde ich nie vergessen. Als wir in das Flugzeug stiegen, beendete Dad endlich sein Schweigen. Nikki, ich bin ein bisschen traurig über das, was passiert ist, aber ich bin trotzdem sehr stolz auf dich. Ich habe immer geglaubt, dass nur Geld und große Maschinenberge versetzen können, aber es scheint, als hätten Worte eine größere Macht als all das. Du bist für große Dinge als Journalistin bestimmt, Kleine. Oh, Dad, danke schön. Ich war überglücklich. Ich begann, mich von zu Hause aus auf das College vorzubereiten und mein Kanal nahm Fahrt auf. Dann erzählte mir mein Vater aus heiterem Himmel, dass er nach Peru gehen würde, um dort zu arbeiten. Fantastisch! Ich komme mit. Meine Follower wollen mehr Entdeckungen. Dads Gesicht wurde blass vor Entsetzen. Auf keinen Fall. Ich werde dich nirgendwo anders mitnehmen. Frag gar nicht erst. Ups, ich hole noch etwas Wasser für Dad, bevor er ohnmächtig wird. Warum drückt ihr nicht den Gefällt-mir-Button und erzählt uns, in welchen Ländern ihr schon wart?